Sie sind hier, 14. August 2018, 11 Uhr 21, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Martin Harnik, er, fehlt Werder Bremen im DFB-Pokal Urheberrecht Getty Images München, in der ersten Runde des DFB-Pokals muss Werder-Trainer Florian Kohfeldt seinen Angreifer ersetzen. Der Stürmer verletzt sich im Testspiel gegen Villarreal. Trainer Florian Kohfeldt, 35, von Werder Bremen muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag bei Wormatia Worms ab 15:30 Uhr im Live-Ticker auf Angreifer Martin Harnik verzichten. Der 31-Jährige zog sich im Testspiel gegen den FC Villarreal einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Für das Spiel gegen Hannover 96 besteht noch ein wenig Hoffnung, aber auch das wird sehr eng werden, sagte Kohfeldt. Gegen Harniks Ex-Club startet Werder am 25. August in die neue Bundesliga-Saison. Vorerst mit dem Training aussetzen muss zudem Verteidiger Sebastian Langkamp, wegen einer Schürfwunde am Knie. Torwart Jaroslav Drobny und Mittelfeldspieler Kevin Möwald können nach ihren Blessuren dagegen die Belastung langsam steigern, beide werden aber vorerst individuell trainieren und sind für das Pokalspiel kein Thema, sagte Kohfeldt. Von Sportinformationsdienst.